Hallo, ich bin Heidi von thewisdomfactory.net oder auch my-cat.org. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man ein YouTube-Live-Event aufsetzt. Und dazu benutze ich mein Lucky and Her Cats YouTube-Channel. So, ich bin hier schon auf der Seite. Hier ist mein Icon und hier klicke ich drauf. Und hier kommt Creator Studio und das klicke ich. Hier habe ich das Creator Studio und jetzt gehe ich hinüber. Hier seht ihr auf der linken Seite Live Streaming. Ich klicke da drauf. Und hier habt ihr Stream Now, das ist in Beta. Ich würde euch das nicht empfehlen, weil es ist zu schwierig. Ich habe damit noch nicht angefangen, das mich überhaupt damit zu beschäftigen. Aber der einfache Weg ist, klickt auf Events. Hier, ich habe kein Upcoming Events. Jetzt klicke ich auf New Live Event. Auf Deutsch wird es halt wahrscheinlich heißen neues Ereignis oder neue Aufnahme oder wie auch immer. Ich klicke darauf. Hier habe ich die Basic, die Grundinformationen. Hier bringe ich den Titel hinein, Dreier. Dann hier ist heute und hier ist die Zeit. Ihr könnt sagen jetzt oder jede andere Zeit auswählen. Ihr könnt sie auch einfach hineintippen. Ja? Hier könnt ihr eine Beschreibung hineingeben, worum es geht. Und hier könnt ihr Keywords, also Tags hineingeben, sodass es gefunden werden kann auf Google. Denn das Gute auf dieser Art Livestreaming zu machen ist, es ist sofort auf Google findbar. Hier drüben, da könnt ihr wählen zwischen öffentlich, dann ist es findbar auf Google, oder unlisted, dann ist es nur anschaubar von Leuten, die den Link haben. Okay, ich mache jetzt mal unlisted, weil ich möchte nicht, dass es öffentlich jetzt ist. Und da wähle ich den Typ quick, also schnell. Ich weiß nicht genau, was es auf Deutsch sein wird. Nimm nicht das hier unten, denn hier braucht man eine extra Software und das ist ziemlich schwierig. Und für die meisten Zwecke sollte quick, das heißt mit Hangouts, genug sein, es sei denn, man braucht High-Quality-Musikaufnahmen und sowas, aber das ist im Allgemeinen ja nicht der Fall, vor allen Dingen, wenn wir nur sprechen. Okay, ich habe das gewählt und nachdem ich hier gewählt habe, Now, jetzt, da gehe ich jetzt live und das ist entweder hier oben oder hier unten. Klickt ihr auf den Link, Go Live Now, das mache ich jetzt mal. Come on. Okay. Da fragt es mich nochmal, ob ich wirklich live gehen will. Und ich sage ja. Und dann geht dieses Hangout-Fenster auf. Okay, das bin nun ich. Und ich kann jetzt Leute einladen. Die könnte ich auch früher einladen. Ich werde euch nachher nochmal zeigen, wie das geht. Aber hier kann ich auf diesen Tab klicken, das heißt eine Person mit dem Plus, das heißt Invite People, lade Leute ein. Da gibt es mehrere Wege, entweder direkt auf Google Mail oder auf Google Plus oder was ich normalerweise mache, ich klicke hier drauf, krieg den Link, kopiere ihn und dann sende ich mit E-Mail an die Leute, die ich gerne in dem Event haben möchte. Ich kann auch hier Namen hineingeben, zum Beispiel Mark, ja, was immer rauskommt. Ich würde in dem Fall meinen Mann einladen. Hier ist er, kommt sein Bildchen auf. Nach dem Bildchen kann man das auswählen. Manchmal kommen viele Namen auf den gleichen, viele Ergebnisse auf den gleichen Namen. Dann wird es schwierig. Insofern ist es besser, ihr sendet den direkten Link und auch, es ist nicht immer klar, ob die Menschen auf Google Plus sind und euch dann finden. Das wäre also, ich würde jetzt meinen Mann einladen. So, hier hat er die Einladung, hier oben sagt es, die Einladung ist gepostet und er würde wahrscheinlich, wenn er sie kriegt, dann hereinkommen. Aber das ist jetzt nicht, was uns interessiert. Uns interessiert jetzt weiterhin, wie mache ich den Broadcast? Hier zum Beispiel, und das gilt für alle, die in den Raum, wir nennen das grünen Raum, the green room, hineinkommen. Hier kann jeder sich stumm schalten
und dann wieder das Mikrofon einschalten oder die Videokamera. Hier kann man die Bandweite einstellen, wenn es hier gepixelt ist, ja. Und dann heißt es, dass möglicherweise die Bandweite zu groß ist. Und je mehr man hinunterstellt, desto besser kommt es rüber. Warum, weiß ich nicht, ist so. Ich habe ein relativ gutes Internet, ich kann eigentlich die volle Bandweite benutzen. Dann, was noch wichtig ist, wenn ihr ein externes Mikrofon habt und eine externe Kamera, was für Computer, die nicht viel Computing Space haben, die nicht viel Memory haben, ist das recht gut, denn Mikrofon und Kamera essen von euren Gigabytes, die ihr da habt. Dann kann man hier in die Settings gehen. Hier zum Beispiel ist die FaceTime-Kamera, die ich habe. Das ist die im Computer eingebaute. Ich habe jetzt keine andere Kamera angeschlossen. Das würde aber hier auskommen. Ich habe hier zum Beispiel ein Mikrofon. Das ist das Built-in-Mikrofon, das heißt vom Computer, oder ich habe mein externes Mikrofon und das ist dieses hier. Und ich kann das hier sichern. Dann ist noch Voice oder Studio. Studio würdest du nehmen, wenn du Musik machst, während Voice würdest du nehmen, wenn du sprichst. So, und die sichern wir. Dann haben wir noch hier den internen Chatroom. Da können alle Leute, die hier in dem Hangout sind, die können alle hier miteinander kommunizieren. Dieser Chat geht aber weg, sobald der Hangout stattgefunden hat. Und hier gibt es Screenshare. Das heißt, ich kann hier wählen, was ich screensharen will. Okay, und das gibt es das Unendlichkeitssymbol, weil ich ja selber jetzt mit aufnehme. Wenn ich aus dem Screenshare raus möchte, klicke ich hier auf Stopp. Okay. So, jetzt klicke ich auf den Start-Broadcast-Button, das ist hier. Dann fragt es mich nochmal, möchtest du wirklich live gehen? Ich sage okay. Und dann kommt jetzt hier oben rechts gleich, hoffentlich. Ja, er sagt, das Hangout on Air ist live und nachher sieht man den gelben Knopf hier. Das heißt, es ist live. Wenn du jetzt fertig bist mit deiner Übertragung, du hast zum Beispiel Gäste hier, die werden dann hier unten alle ein kleines Bildchen haben und die Kamera wechselt, wer gerade spricht, kommt aufs Bild, wird aufgenommen. Wenn du jemanden fixiert haben möchtest, nur der Mensch sprechen soll, und du möchtest nicht, dass durch Geräusche oder so andere Leute ins Bild kommen, dann musst du diesen Menschen, was wir sagen, Whiteboxen. Du musst hier drauf drücken, dann ist nur dieser Mensch sichtbar. Das kann aber dazu führen, dass dann jemand anders spricht und du vergisst, das wieder rückgängig zu machen und dann ist immer der andere auf dem Bild und jemand anders hier unten in diesem kleinen Fensterchen spricht. Okay, dann stoppe ich jetzt mal den Broadcast. Das heißt, es hat beendet, den Podcast. Okay, jetzt ist die Zeit, wo ihr noch im Raum sein könnt, zusammen und miteinander reden, aber es wird nicht mehr aufgenommen und es ist auch keine Möglichkeit, nochmal Live-Aufnahme zu starten. Dann müsstet ihr ein neues Event. Das Event ist sozusagen für den Live-Podcast beendet. Und wenn ihr fertig seid, miteinander zu reden, dann klickt ihr hier oben auf den Telefonhörer und geht raus. Der Hangout ist vorbei und ich schließe das Fenster. Okay, das ist das Event, was ich hier habe. Das ist lucky. So, jetzt gucken wir mal, ob es schon im Video Manager ist. Hier ist es. Jetzt kann ich hier hingehen und kann hier oben den Link nehmen und ihn den Menschen schicken, die unsere Aufnahme sehen sollen. Ja, das ist im Wesentlichen. Ah, ich glaube, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Hier. Ich mache das jetzt gerade nochmal. Livestreaming. Event. Neues Live-Event.
3, 2. Und ich werde mal eine andere Zeit eingeben. Heute Abend um 11 Uhr. Na, no, heute Abend ist hier. 10.30 Uhr heute Abend. Okay, ich kreiere das Event. Okay. Come on. Okay, hier ist es. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie ihr Menschen sagen könnt, dass sie teilnehmen sollen, euch dann zuschauen sollen. Und zwar, ist nochmal zu zeigen, ihr klickt einfach auf den Titel. Es steht hier, das Event startet heute Abend um 10.30 Uhr. Ihr klickt auf den Titel, da seht ihr hier dieses Livestreaming-Fenster. Aber da ist noch nichts drin. Es sagt, es startet in 5 Stunden und 46 Minuten. Ihr könnt hier oben den Link nehmen und den Leuten zuschicken, die in Zukunft euch zuschauen sollen. Ja, und wenn ihr diesen Broadcast in eure Webseite einbetten wollt, dann geht ihr hier unten auf Share, dann Embed. Ihr nehmt diesen Code und bringt ihn in die Textabteilung von eurer Website, Post oder Seite. Das ist sehr, sehr hilfreich, denn dann können die Leute auf eurer Website direkt zuschauen, was ihr live streamt. Okay, ich denke, das ist alles. Ich wünsche euch gutes Live-Event und viel Spaß beim Broadcasten. Bye-bye.